Dieses Video wird euch präsentiert von der Flight Academy, deine Flugschule in Speyer. Moin Moin und herzlich willkommen hier um 7.30 Uhr vor der Flight Academy in Speyer. Ja, ich habe die Nacht hier im Hangar gepennt, weil ich jetzt gleich rüber ins Technikmuseum muss. Die haben nämlich heute einen ganz großen Tag. Die schmeißen heute die Transall zweimal an. Das heißt, die Motoren werden nach langer Standzeit wieder mal gestartet. Das haben die dieses Jahr im Frühjahr schon mal gemacht. Aber ihr wisst, wie es ist. Ist immer ein großes Highlight, wenn die Möhre angeht. Und wir ja auch demnächst bei Transall 48 in dem Bock drin pennen. Der Uli wird auch gleich kommen. Der fliegt von Worms rüber mit der Skylane. Der wird auch ein Video wieder mal machen. Hat er gestern auf jeden Fall angekündigt. Ich freue mich. Wetter ist geil. Der Nebel zieht gerade weg. Die Sonne geht auf. Der Tau ist überall noch auf den Flugzeugen drauf. Auf der Charlie Victor. Geil, Leute. Eine total geile Morgenstimmung. Wenn ich dann aus dem Technikmuseum wiederkomme, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was mit der Charlie Victor filmen. Ganz klar. Leute, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir sind jetzt vor der Transall, der Uli ist auch schon da. Wir müssen das Gelände jetzt räumen, weil der Motor jetzt angeschmissen wird. Hier der Peter schmeißt alle raus. Ganz spannend. Ob es läuft, das siehst du ja dann auch, wenn die rote Zahl läuft. Test 1, 2, er nimmt jetzt diese Kamera mit ins Cockpit. Hier, er. Ja, ihr habt es ja gesehen, der Hobel hat ordentlich gerührt. Ja, jetzt haben wir hier gerade noch eine kleine Autogrammstunde. Der Matthias und die Sophie, den haben wir jetzt in so ein Autogrammbüchchen einen Aufkleber reingeklebt. Kurze Unterschrift drunter, echt süß, total cool. Ja, jetzt fahren sie die Autos auch wieder raus, der Humvee und der Wolf. Leute, hier ist was los. Jo, wir sitzen jetzt hier mehr oder weniger im Schatten der Transall. Hier drüben steht sie. Wir chillen jetzt kurz und dann gehen wir rüber aufs Museumsgelände, da ist ja gleich dieser Weltrekordversuch. Da versucht einer mit so einem feuerfesten Anzug unter 10 Meter an ein Raketentriebwerk ranzu. Wie sagt man, kriechen? Hinzukriechen. Ja. Und der hat wohl den Rekord schon mal aufgestellt, 11 Meter oder irgend sowas, ich weiß es jetzt gar nicht. Schauen wir uns auf jeden Fall an, das wird spektakulär, Leute. Vor allem hat mit der Fliegerei zu tun, der Dragster hat eine Flugzeugturbine hinten drin. Ja, genau. Yeah.
Ja, das war jetzt der Weltrekordversuch von dem Feueranzugmenschen hinter dem Dragster-Triebwerk. Ja, war wahrscheinlich schön heiß. Er hat es leider nicht geschafft, er musste abbrechen. Naja, ich habe mir jetzt eine Portion Pommes geholt und laufe jetzt rüber zur Transall, weil da kommt jetzt der Jan. Der Jan wird uns das Stream-Setup aufbauen bei Transall 48. Und das werden wir jetzt mal testen tatsächlich. Wir gehen jetzt mal live auf Twitch, testen das Setup und dann gucken wir mal, ob es läuft. Ja, das war jetzt ein ganz harter Cut. Wir sind jetzt zurück in den Hangar der Flight Academy, weil wir bei der Transall heute leider keinen Strom haben. Wenn da Leute rumlaufen und die Triebwerke an sind etc., dann sind die Stromkabel alle weg. Deswegen machen wir jetzt den Livestream hier, testen das Setup mit mehreren Kameras. Ich bin gespannt. Ja, hört sich vom Ton her gut an, ne? Kommt jetzt noch? Ah ja, genau, da ist jetzt die dritte Kamera. Jetzt haben wir einfach nur mal drei Kameras eingebunden. Die hier ist meine GH5. Das ist meine, ich nenne die gerade mal, das ist die Uli-Cam. Das ist meine 9er. Okay, das lackt natürlich ein bisschen nach, ne? Wir haben jetzt hier das Rode Wireless Go als Mikrofon. Finde ich eigentlich ganz entspannt. Das habe ich heute auch schon den ganzen Tag genutzt. Ich hänge es mir gerade mal wieder hin. Die Bildqualität ist außerordentlich gut, viel besser als sonst. Was mache ich denn falsch, sag mal? So, ich bin wieder an der Charlie Victor. Ich habe die Kameras vorbereitet. Hier liegen sie. Der Uli ist hier draußen. Der fliegt jetzt wieder mit der Skylane nach Worms. Da ist er. Wir freuen uns total auf Transall 48, Leute. Mega, mega geil. Es wird echt super. Das Streaming-Setup haben wir heute getestet. Klappt Bombe. Also kann nur geil werden. Uli, guten Fluch. Dir auch. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Ja, jetzt herzlich willkommen hier an Bord der Charlie Victor. Wir rollen über den Texas Bay runter zur 3-4. Der Abflug geht dann quasi über die Stadt raus. Das ist immer wunderschön, wenn man links unten das Technikmuseum sieht mit der 747, der Antonov und so weiter. Und danach dann direkt der Dom von Speyer zu sehen ist. Sehr, sehr geil, ich freue mich. Vor mir rollt der Uli. Der fliegt, wie gesagt, jetzt zurück nach Worms. Ja, waren geile zwei Tage hier jetzt in Speyer. Bin immer wieder gern hier. Also ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, aber ich hatte jetzt gerade einen Puls von 350. Leck mich am Arsch. Ich fliege so zwischen Speyer und Heidelberg und sehe auf einmal lauter Punkte am Himmel. Ja? Und denke mir, hä, was ist denn das? Sind das Vögel? Aber Vögel machen ja auch den hier, weil sie fliegen und so weiter. Und dann sind das Luftballons. Luftballons mit einer Schnur dran und einem Zettel von irgendeiner Hochzeit oder so ein Scheiß. Ey, ich bin da voll durchgekommen. Das war jetzt wirklich nur Glück. Über mir war alles voller Ballons. Seitlich sind sie vorbei. Keiner hat irgendwie die Tragfläche erwischt. Und unter mir habe ich dann runtergeschaut, war ein ganzer Schwarm. Ey Leute, seid mir nicht böse, aber so einen Scheiß brauche ich tatsächlich nicht in der Luft. Alter Schwede. Mann, 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 Mann. Boah. Ja, ist ein richtig schöner, kleiner Sonnenuntergangs-Feierabendflug. Ja, wenn ich so rausschaue und der Spessart so in der Abendsonne zu sehen ist, traumhaft, wirklich. Ich kann mich nicht satt sehen und ich fliege ja wirklich viel. Mann, Mann, Mann. Ja, ich habe die Frequenz von Gössenheim natürlich schon gerastet die ganze Zeit. Ich höre da die ganze Zeit mit. Ich habe gehört, dass der Teacher in der Luft ist, der Marcel in der Luft ist, der Patrick in der Luft ist, der Sebastian war gerade in der Luft. Der komplette Stall ist am Fliegen. Sehr geil. Ich freue mich jetzt gleich auf die Landung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war mal so ein bisschen anders als wie das, was ihr eigentlich kennt von mir. Aber ich habe es halt einfach mal so abgefilmt und ich hatte einen Riesenspaß. Leute, wir sehen uns im nächsten Video oder bei Transall 48. Schaut vorbei, wir freuen uns. Bleibt sauber, haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüss. Ach, Alter, ein Scheiß gelabert. Nochmal, Digga. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, nochmal. Alter, was laber ich für einen Scheiß heute? Ihr könnt schon sehen, ich bin in Speyer. Nee, nochmal. Ja, das kannst du so sagen. Oh, Seitenwind. Wo kommt der jetzt her? Gar nicht mal wenig. Ey, hier unten kachelt's.
Boah, hier krachelt's. Jetzt müssen wir ein bisschen auf den Speed achten, Leute. Ja. Ich hab zu tun. Also, danke, Olaf. Und feines Wort. Boah. Was macht er denn? Oh. Sind gerade dran aus Nord, ne? Ja, ich sehe es, ich merke es auch. Oh, gar nicht mal wenig, Digga. Boah, was ist denn das jetzt? Okay, schön auf den Speed achten. Und am Gas bleiben. Boah, was war denn das jetzt? Herzlich willkommen in Kössenheim. Boah.